Ein bayernweites Netzwerk ist für uns ein ganz wichtiger Teil des Projekts Biotopia, weil nur über Partnerinnen und Partner im gesamten Freistaat erreichen wir wirklich die Menschen vor Ort und die Themen von Biotopia, Nachhaltigkeit, Biodiversitätskrise und so weiter, sind eben Themen, die wir nicht nur hier in München, sondern überall in Bayern verbreiten wollen. In Bayern gibt es eine unglaubliche Vielfalt an umweltbildungs- und naturkundlichen Institutionen und die haben alle ihre eigenen Kompetenzen. Und diese zusammenzubringen hat, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial, weil zusammen kann man immer noch mehr erreichen und da freue ich mich drauf. Ein ideales Netzwerk ist für mich ganz viele Partner, ganz unterschiedlicher Art. Wir müssen nicht alles nochmal lernen, was andere vielleicht schon gelernt haben. Wie man zum Beispiel interaktive Stationen baut. Dass jeder von dem anderen auch einen Input bekommt. Indem man sich gegenseitig vor allem auch stärkt, auch in der Politik. Den materiellen Austausch, beispielsweise von Sonderausstellungen, aber auch Exponaten. Wirklich eine Kooperation entsteht und wirtschaftlich dadurch auch eine Entlastung erfolgen kann. Aus einem Munde sprechen zu den wichtigsten Themen, die uns heute und die Gesellschaft derzeit umtreibt. Wissenschaftliche Inhalte und Inhalte, was die neuen Medien betrifft. Der wissenschaftliche Austausch aus Biotopia herausstrahlen kann. Forschungsprojekte sich bei uns präsentieren können. Belange der Bildungsarbeit, informeller, nonformaler Bildungsorte und außerschulischer Bildungsorte weiter gesellschaftlich voranzutreiben. Und dieser große Bildungsauftrag in Naturwissenschaften, der hier dahinter steht, zustande kommt, denn das ist eine ganz große Chance. Naturerlebnisse und Wissenschaftskommunikation durch ganz Bayern zu schaffen. Und in Zukunft wird da sich einiges daraus entwickeln. Nichts ist schöner, wie wenn man das Wissen, wo es augenblicklich generiert wird, an die Menschen, an Jung und Alt, an Groß und Klein, heranbringt. Und auf diese Umsetzung freue ich mich schon.